Nein, es ist kein Krieg der Religionen, den wir gerade erleben. Nicht Muslime kämpfen gegen Christen, sondern Gewalttäter gegen Friedfertige, Ungläubige gegen Gläubige. Aber nicht so, wie die Fanatiker des IS denken, sondern umgekehrt. Wer friedlich ist, der glaubt an einen wirklich starken Gott. Allahu Akbar, Gott ist groß, das haben die beiden Attentäter von Saint-Étienne-du-Rouvray nach ihrer Tat gerufen. Nein, dieser große Gott braucht keinen Morden, um seine Macht auf Erden durchzusetzen. Er will Frieden und das Heil der Menschen. Die Attentäter trauen ihrem Gott das nicht zu, als ob Gott ihr mörderisches Mitwirken braucht. Ein kleiner Gott, so klein wie die Attentäter, sich selbst in unserer Gesellschaft fühlen. Deshalb muss unsere Antwort noch mehr Frieden und Liebe sein für alle, die sich in unserer Gesellschaft klein und schwach fühlen. Ihnen müssen wir mehr Integration und Bildung ermöglichen. Nein, wir brauchen keinen Krieg gegen unsere Glaubensbrüder. Wir dürfen lieben, denn Gott ist wirklich groß.